Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, und willkommen in unserem Online-Deutschunterricht. Dragi učenici, dobrodošli u video lekciju za njemački jezik za treći razred srednje škole. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Bewerbungen anschreiben. Tema naše video lekcije su molbe, pisanje popratnog pisma. In der heutigen Stunde werdet ihr Folgendes machen. Zuerst lernt ihr, was ein vollständiges Anschreiben enthält. Danach lernt ihr, wie man ein Europass-Anschreiben ausfüllt. Und zum Schluss schreibt ihr euer Anschreiben. Um aktiv teilnehmen zu können, braucht ihr ein Heft und natürlich etwas zum Schreiben, einen Bleistift oder Kugelschreiber, Computer, Tablet oder ein Handy mit dem Internetzugang. Es ist auch wichtig zu sagen, dass ihr in jedem Moment eine Pause in diesem Video machen könnt, zum Beispiel wenn ihr noch einmal etwas lesen oder sehen wollt oder nicht versteht. Falls ihr das alles habt, können wir beginnen. Letztes Mal haben wir gelernt, was in eine Bewerbungsmappe gehört. Und wir haben gesehen, wie man einen Europass-Lebenslauf ausfüllt. Ich hoffe, ihr habt eure Lebensläufe erstellt. Dann können wir weiter mit dem Anschreiben machen. Also heute geht es um ein Bewerbungsanschreiben. Was ist ein Anschreiben? Ein Bewerbungsschreiben oder Anschreiben ist ein Brief. Neben dem Lebenslauf ist das Anschreiben ein sehr wichtiger Teil der Bewerbung. Es ist der erste Eindruck, den das Unternehmen von euch bekommt. Hier bekommt ihr die Möglichkeit, euch vorzustellen und zu erklären, warum ihr überhaupt Interesse an dem Job habt und der ideale Kandidat seid. Euer Anschreiben muss den Leser überzeugen, euren Lebenslauf zu lesen. Das Anschreiben ist in der Regel nicht länger als eine DIN-A4-Seite. Das Anschreiben hat verschiedene Teile. Was steht ganz oben und was kommt danach? Wir gehen jetzt die einzelnen Abschnitte Schritt für Schritt durch, um einen Überblick zu bekommen, wie das Anschreiben aufgebaut ist. Also beginnen wir mit dem Aufbau. Da ein Anschreiben wie ein offizieller Brief aufgebaut ist, schreibt ihr zuerst euren eigenen Namen und eure vollständige Adresse, zum Beispiel Martina Schmidt, Bahnhofstraße 43, 80322 München. Dann kommt die Adresse des Empfängers, also die Person oder die Institution, an die ihr schreibt. Und hier ist das Siemens AG, Werner von Siemens, Straße 10, 80333 München. Als nächstes kommt der Ort und das Datum. München, der 19.05.2020. Nach dem Ort und Datum folgt die Betreffzeile. Hier schreibt ihr, worum es eigentlich geht. Und hier ist es Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Programmiererin. Und darunter kommt die Anrede. Gut ist, wenn ihr wisst, wer euer Ansprechpartner oder eure Ansprechpartnerin ist, so dass ihr euch in der Anrede an diese Person wendet. Wenn ihr keine Namen habt, dann schreibt ihr wie zum Beispiel hier, sehr geehrte Damen und Herren. Der Text des Anschreibens ist in drei Teile unterteilt. In der Einleitung schreibt ihr, dass ihr euch bewerben möchtet und warum. Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige gelesen. Hiermit möchte ich mich gerne für diese Ausbildung bei Ihnen bewerben. Im Hauptteil beschreibt ihr, warum ihr für den Job oder für die Ausbildung qualifiziert seid. Zuerst bearbeitet ihr den Zeitpunkt des Schulabschlusses oder eure bisherige Ausbildung. Zurzeit besuche ich die 12. Klasse des Max-Planck-Gymnasiums in München, das ich im Juni dieses Jahres mit dem Abitur abschließen werde. Meine Lieblingsfächer sind Englisch und Informatik. In den Ferien habe ich einen vierwöchigen Intensivkurs am Cambridge Institut München besucht und mit dem Sprachdiplom C1 abgeschlossen.
Nächster Punkt sind eure Interessen, Motivation und Vorlieben. Ihr müsst auch etwas Persönliches schreiben. In diesem Jahr hatte ich die Gelegenheit, am Wettbewerb teilzunehmen. Alle Mädchen, die Interesse am Aufbau und der Programmierung eines Roboters haben und an einem interessanten Forschungsthema mitarbeiten wollen, konnten am Wettbewerb teilnehmen. Bei diesem Wettbewerb mussten wir verschiedene Aufgaben bewältigen. Und zum Schluss kommt der Grund für die Bewerbung bei dieser Firma. Da ich Programmiererin werden möchte, würde ich gerne schon jetzt praktische Erfahrungen sammeln. Ich arbeite gern im Team und bin zeitlich flexibel. Es würde mich sehr freuen, in Ihrem internationalen Unternehmen meine Ausbildung zu machen. Der Schlussteil oder Schlusssatz sollte die Bewerbung abrunden und unterstreichen, dass ihr euch auf ein Vorstellungsgespräch freut. Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen. Und dann noch die Grußformel, zum Beispiel mit freundlichen Grüßen. Zum Schluss sollt ihr das Anschreiben noch unterschreiben. Am Ende des Anschreibens werden Dokumente aufgelistet, zum Beispiel Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate. So sieht das fertige Anschreiben aus. Wiederholen wir die Bestandteile. Also eigene Adresse, Adresse des Empfängers, Ort und Datum, Betreff, Anredeformel, Einleitungssatz, Hauptteil des Anschreibens, Schlusssatz, Grußformel, Unterschrift und Liste der Anhänge. Das interaktive Foto könnt ihr unter dem Link bit.ly/nje-online-lektion anschreiben finden. Unter den anderen Links sind interaktive Übungen zum Thema Anschreiben. Letztes Mal haben wir auch das Europass-Portal recherchiert. Und wir haben gesehen, dass man auch ein Anschreiben online machen kann. Wir werden jetzt sehen, wie ein Europass-Anschreiben erstellt wird. Da wir alle Bestandteile des Anschreibens geschrieben haben, können wir ein Online-Anschreiben erstellen. Unter dem Link bit.ly/nje-ol-für-online-lektion Europass öffnet sich das Europass-Portal. Ein Anschreiben erstellen wir hier. Und wir können mit dem Ausfüllen hier beginnen. Zuerst füllen wir Angaben zur Person aus. In diesem Fenster schreibt ihr eure Angaben oder Angaben des Absenders. Speichert das Dokument nach jedem Schritt ab. Danach folgen die Empfängerangaben. Als nächstes kommen Datum, Ort und Betreff. Darunter Anrede. Und Inhalt des Inschreibens, also Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. Zum Schluss kommen Grußformel, Unterschrift und Anlagen oder Liste der Anhänge. Nachdem ihr eure Angaben ausgefüllt habt, sollt ihr das Anschreiben auf euren Computer exportieren oder herunterladen. Also Anschreiben auf mein Gerät herunterladen. Und so sieht das Online-Anschreiben aus.
Ich hoffe, ihr könnt jetzt selbst euer Online-Anschreiben erstellen. Und hier sind Redemittel zum Thema Anschreiben, die ihr gebrauchen könnt. Ihr könnt jetzt eine Pause machen und die Redemittel abschreiben und danach mit dem Erstellen des Anschreibens beginnen. Viel Spaß! Und zum Schluss bin ich sicher, dass ihr sehr aktiv heute gearbeitet habt und dass ihr die Bestandteile eines Anschreibens benennen und auch beschreiben könnt. Ihr habt euch mit dem Europass-Anschreiben bekannt gemacht. Ich hoffe, dass ihr euer Anschreiben erstellen werdet. Nadam se da na kraju ove lekcije znate imenovati i opisati sastavne dijelove popratnog pisma i da ćete svakako napraviti Europass popratno pismo na njemačkom jeziku. Das wäre alles für heute. Bis bald und auf Wiedersehen.